Hallo und willkommen zurück zum nächsten Level. Ihr diesmal. Hättet Reinhardt zu keinem besseren Zeitpunkt besiegen können, denn der Weg zum Tempel der Schwarzen Engel ist damit gerade rechtzeitig frei geworden. Wir sollten zur selben Zeit dort eintreffen wie Harkan und Carrion, die immer noch glauben, ihr läge zu weit zurück, um eine Gefahr darzustellen. Auch Nemesis selber hat sich aus seinem Loch getraut. Er lagert östlich des Königsschlosses. Alles fügt sich so zusammen, wie wir es geplant hatten. Das heißt, es geht jetzt um die gefallenen Engel. Grafschaft Mondschrein. Von ihren höllischen Thronen schauen die schwarzen Engel durch ihre Tempel herab auf das Land der Sterblichen. Sie besitzen den Portaljuwel und sie werden ihn nur demjenigen aushändigen, bei dem sie das schwärzeste Herz entdecken. Tötet so viele Helden wie möglich, um ihre Gunst zu erringen. Okay, Nebenziele 20 Helden opfern, um in ihre Gunst zu gelangen. Seht, der Tempel. Ein Tor, das in Reiche unter der Erde führt. Über diesen Weg erforschen schwarze Engel von ihren unterirdischen Thronen aus die Oberfläche der Welt, immer auf der Suche nach dem Bösen. Sie hüten den Edelstein auf dieser Ebene. Und erst wenn ihr 20 Helden erschlagen habt, könnt ihr ihre Aufmerksamkeit erregen. Dann werden sie an eurer Seite kämpfen. Doch seid gewarnt, es gibt noch zwei andere Keeper, die genauso scharf darauf sind, die schwarzen Engel zu beeindrucken. Diese Konkurrenten sind es, um die ihr euch kümmern müsst. Alles klar. Dann holen wir uns erstmal das linke und das rechte Portal. Bauen hier noch aus. Für eine Goldkammer. Bauen hier unten komplett aus. Das könnte man eigentlich... Ah, nee, mach mal einen Raum draus. Ein riesiger. So. Hier einen Raum rein. Obwohl. Ja, doch. Und dann machen wir da noch einen Raum rein. Da einen Raum rein. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ja, ich lasse die Imps mal machen. Bau vielleicht gerade selber ein bisschen ab. Das geht ja schneller. Vielleicht gerade das, wo noch nicht ist. Mist. Jetzt habe ich da eins nebendran weggehauen. Baue ich hier oben mal lieber ab. Servus. Am Anfang ist es halt bei der Mission wieder so, dass wir einen Riesendungeon aufzimmern müssen. Was das Ganze ein bisschen langwierig macht.
Deswegen helfe ich hier auch schon fleißig. So. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ui, was haben wir? Ein zusätzlicher Mana-Schub? Ja, den kann man Mana-Vorräte zu Beginn direkt gebrauchen. Auf her mit den Imps. Hätte ich erst gewusst, hätte ich zuerst nach unten gegraben. Noch einen Raum rein. Und hier zimmern wir auch noch mal was rein. Auf der Fläche hier würde ich behaupten, machen wir den Schlafplatz rein. Bis da unten hin. Ihr erbeutet ein Portal. Und dann machen wir hier eine Riesenhühnerfarm hin. So, einmal Bibliothek da unten hin. Da hatten wir ja auch das Artefakt gefunden. Schatzkammer. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Dann großen Trainingsraum. Müssen wir ein bisschen das Gold hin und her bringen. So, also einmal ein Trainingsraum. Uppala. Trainingsraum. Dann brauchen wir noch Folterkammer, Schmiede. Schlafplatz wäre eigentlich das erste, aber das sollen hier die zwei großen Felder werden. Und ich habe schon ein Geschöpf. Ein Magier. Neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Salamander, ja, ich liebe Salamander. Ich sammle mal ein bisschen das Geld ein. Nie genug haben. So, also. Ah, fuck. Das war jetzt falsch rum. Eure Schatzkammer ist zu klein. Egal. Brechen wir das hier halt wieder weg. Ach, Ibis, bei euch. Ich brauche diese Räumlichkeiten. Und zwar schnell. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Und wieder wäre eine Fliege. Eine CC-Fliege zum Scouten. So. Bau eine Riesenarena.
Borschen die hier rein. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. So, Rinderfarm ist in Produktion. Fehlt noch was. Was? Ja, genau, ich wollte ja noch eine Produktionskammer. So, Werkstatt ist auch safe. Dann brauche ich einen Kerker. Eine Folterkammer etc. brauche ich auch noch. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Na, das ist aber schön. Was ein Troll, jawohl. Ich brauche nämlich erstmal ein paar Türen. Und Grams unter Umständen erstmal zu unseren Dungeon absichern. Gegner sind schließlich, haben wir gesehen, auf Level 8 unter anderem. Das heißt, es bringt uns nichts, zu früh mit unseren Einheiten loszulegen. Oh yeah, das ist ein riesen Hühnerstall. So. Da gibt es noch Gebäude, die hier beziehungsweise Dungeons, die ihr errichten sollt. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Schön, schön. Ich kann wirklich einfach Gold erschaffen. 1000 Stück für 15.000 Mana. Das Verhältnis ist scheiße. Aber cool, dass es geht. Kann man sich da unten mal noch was hinbauen. So, lass mal gucken. Oh, da haben wir ja kurz vorher gestoppt. Interessant. Könnten wir hier auch den Ausgang setzen. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Was? Das ist ein Riesenfeld, sucht ihr es halt aus. So. Ah, da kommen wir nach draußen. Ah, egal. Mach das ruhig mal. Kommt von mir halt eine Tür rein. Haben die Trolle was zu tun. Dann vertüren wir generell mal noch diese Abschnitte. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Und hier gibt es magische Türen. Geht schließlich zu meinem Dungeon. Ja, ich würde behaupten, der ist stark befestigt, der Dungeon.